Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin und heute geht es um das Sternzeichen Widder mit seinen Aszendenten Steinbock, Schütze, Skorpion. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. So, fangen wir aber mit dem Skorpion an. Der Skorpion hat eine irrsinnig große Vorstellungskraft. Er ist kein Traumtänzer, nein, er hat nur, wie es denn sein soll. Und meistens, die meisten Mentallehrer sagen, stell dir das Ziel vor, dann kriegst du es hin. Widder mit Aszendent Skorpion, der stellt sich das vor und am nächsten Tag fängt er an, das umzusetzen. Die können das richtig gut. Und die wissen dann den Weg dahin, sie sind zielstrebig und sie sind wirklich leitende Personen. Leitende Personen stellt man sich immer irgendwelche Führungskräfte vor. Nein, ich stelle mir jemanden vor, beispielsweise auch im Sportverein oder in der Familie. Jemand, der sagt, das machen wir, da wollen wir hin und so geht's. Das sind so diese Widder mit Skorpion. Wenn wir jetzt das Sternzeichen Widder nehmen, mit dem Schützen als Aszendent, dann sind wir nicht auf der realistischen Ebene. Wir sind Philosophen, Religionslehrer, wir sind auf der ethischen Seite. Das heißt, das ist immer so ein Zwiespalt bei diesem Menschen zwischen Moral und was tut er wirklich? Passt es in seine eigenen Moralvorstellungen und sind seine eigenen Moralvorstellungen wirklich die der anderen? Er versucht sich da immer ein bisschen anzupassen. Aber sobald er etwas tun soll, was ihm nicht so ganz behagt, also auch nur so ein kleines bisschen, bekommt er einen innerlichen Konflikt. Das sind nicht entscheidungsfreudige Menschen, außer es ist wirklich etwas, was er sagt, okay, damit kann ich leben, das ist in Ordnung. Aber dieser ständige Hin und Her zwischen, das würde ich gerne, passt das in meine Moral oder ist das jetzt eher nur ein Trieb oder ein Instinkt, das ist so ein bisschen schwer für dieses Sternzeichen. So, jetzt haben wir Widder mit Aszendent Steinbock. Gerechtigkeit. Die Durchsetzung davon, das heißt auch hier ist es ein Polizist, ein Richter, ein Anwalt, aber auch ein Staatsdiener, der sehr viel Gerechtigkeitssinn hat. Nicht einer, der nur die Tür auf und zu macht, sondern der auch mit der Rechtsprechung auch was zu tun hat. Es ist ein Egoist. Es ist nicht einer, der sagt, ach, lassen wir die anderen erstmal vorgehen, ich krieg dann schon noch was. Nein, der ist der Erste, der es haben möchte. So ein Ich-Mensch. Und mit der Sturheit vom Widder könnte das auch richtig anstrengend werden für die Menschen drumherum, die nicht wissen, wie es gemeint ist. Denn er meint es nicht böse, sondern er sagt, wenn es mir gut geht, dann kann ich mich auch besser um die anderen kümmern. Also da haben wir einen Polizisten, der erstmal schaut, ob er zu schnell fährt oder nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Mal.